Aber ja, komm. Nie wieder jetzt im Kommen. Wir können auch noch die Aktion mitnehmen, aber es wäre langweilig. Ah, ich kann ja mal gucken, man kann einfach mal noch ein bisschen leveln, ne? Oh, wir haben schon genug Level haben, ich glaube 23, eher 23 war das. Elektro-Hainer, unser Fax-Pokémon 26 und Elektro ist wieder 19 anfällig, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich das gestern doch noch nachgeguckt? Ich bin nur. Na gut. Den da wollte ich eigentlich haben. Hier ist nicht mehr. Ich glaube, die Weiterentwicklung von den anderen Vogelklasse. Wenn ich es gleich heraus, wenn ich ihn gefangen habe. Ein Volltreffer. Aber soll es mich deswegen nicht gleich wegpflücken? Oberball. So. Ja, willst du mich halt verarschen? Ja, du bist wirklich überheblich. Du meinst, du kannst ja rein aus deinem Pokéball. Rein da. Geht doch. Okay. Ja, hallo. Weg. Danke. Sehr klug, er lernt mit Leichtigkeit die Hand auf ein Werkzeug, das mit seinem Schnabel oder den Krallen bedienen kann. In einer Box. Und ab ins Regal. Ja, ist die Weiterentwicklung. Den haben wir schon. Den haben wir auch. Ich habe die Benz. Aber wir haben hier eh nichts können, wir sind mit dem auch los. Zack. Jetzt werde ich wieder einen Lock die offiziell, okay? Können wir dann noch ein paar Pokémon dann mal ziehen. Ich kann mal die Dachpuppen, jetzt die offiziell wieder nehmen, weiter sogar mal das Spiel. Auch, ne? Wenn ich jetzt hier so runter, dann hier so lang. In der Feuerarena halt erst nicht vorbei, weil die kommt später. Na, ja, hier so rum, da so. Ja, einfach den Weg jetzt hier runter abladen, ne? Das geht auch. Ja, einfach mal viermal an der Feuerarena vorbei, weil die, wie gesagt, die kommt das später und bin zur Elektroarena. Die Feuerarena hat ein neues Level ziehen. Machen wir jetzt später. Ja, dann können wir mal die Pokémon, die haben gezeigt sind, vielleicht machen wir. Haben wir eine Mitmacht. Moin. Weiler wurde gefahren. Gut. Ups. Es ist fröhlich durch den Wald, zerreibt man die von ihm abgefallene Schale, kann man da auch Medizin gewinnen, die Bauchschmerzen lindert. Nein, er muss. Hört ab ans Trigger. So, ich kenne hier auch noch. Die komische Schwein. In der Hand? Oder was ist das für ein komischer Schwanz, den du hast? Beiß dich! Ja, scheint ein bisschen mehr auszuhalten. Aua! Und auch gut auszuteilen. Beiß dich deswegen gleich nochmal. Ja, zwischen den Pokémon. Vielleicht meinst du wie die anderen.
Grafik ist immer noch scheiße, aber es macht Spaß. Mann! Ey, ja, du sollst mir keine. Ups, jetzt hab ich die Flasche knapp gedrückt. Ab ist die, oder? Ja. Ja, danke. Jetzt will ich verarschen oder was? Dämliches Schwein, ich wollte dich noch an. Oh nee. Unmöglich. Superball. Jetzt geh endlich rein. Hey, dieses. Ihm nicht eigentlich verarschen. Das ist ein dämliches Schwein, was in meine Box wandern soll. Geht doch! Muss doch nicht so unnötig viel Schaden machen. Ja. Magnita hat einen Erwerb. Nummer 11 von uns. Das ist Nummer 11, das kann man ganz schön spät. Pokémon ist Penibia, liebt Sauberkeit. Es hört sich in einem blumigen Duft der Pokémon sein. Gut. Schweinpunkt. Ab in Schwein mit dir. Ach, deswegen, weil es zu weit entwickelt man von dem Ferkel vom Anfang ist. Ja gut, dann geht's hin. Na, das sind die ersten Weiterentwicklungen, ne? Bist du nochmal so freundlich? Ja. Danke schön. Ich bin noch Geld. So, weiter geht's. Der Pull will ich haben. Ich zähle es in den Farbschuh. Los geht's. Ja, bitte, das ist ein anderer Bilder. So, danke. Danke. Das hat mich echt getroffen. Aber jetzt ab in den Ball. Zettel ist getan. Dann besteht schon wieder so ein Hausmeister. Ah. Der Erklärung sind und sonst was, aber jeder geht sich halt bei mir immer rein. Das darf man so schnell zu verstehen. Ah, nein. Das ist schon nervig, dass der Feind doch sich so sehr am Stand da reinzieht. So, ich hab schon ein Level ab und möchte Agility gehen. Ich muss sagen. Ja.
Und wir sind schon auf der und ab in den Schrank. Digga, ich stehe noch nicht da. Wirklich, ernsthaft? Wirklich, ich stand nur hier. Weil ich gerade mein Tauchhaus eingelagert habe. Und dann kommt immer das nächste, den ich Tauchhaus in meint. Das muss mich auch noch angreifen. Wenn sie einfach zu getroffen fühlt, weil ich hier rumstand. Schaden, es gibt überhaupt nichts, ne? Ja, jetzt bin ich ja wie 27, ich bin jetzt 10 Level über ihm, das wird mir... Das ist echt Schaden, ne? Hm, jetzt sind wir wirklich noch Tränke dabei. Komm her, du Hausmeister. Der war auch gerade auf meinem Spaziergang, was für ein Zufall. Ja, ich gehört, komm, zeig dein Pokémon. Ja, was denn? Ich habe selbst auch ein paar Samenbomben abbekommen. Ja, mach ich das. Tschüss. Hausmeister wurde besiegt. Hausmeister ehrgeizig. Das ist aber auch. Danke, das geht. Kenne ich doch die Teddybär. Und dich habe ich doch schon mal erkannt. Ja. Bis. Mach nochmal. Wenn du meinen Angriff weiter sonst, du trotzdem auf die Hälfte runter mit Stanze fahren. Ja, okay. Das ist super war. Da. Klasse, der die Uhr da gerade gefahren. Seine Panten sind durchtränkt von Honig. Es ist besorgt, schlägt es hier ab und schlagen nur wieder über das ganze Gesicht. Eine und auch ganz egal. Schnell auf der Bogenbildung. Bist du? Ich kann aber. Glaube ich, aber doch, du bist jetzt ein Schwein. Ich glaube, doch, du bist ja Schwein-Pokémon. Ne, du bist ein anderes. Bei uns. Doch, habe ich. Okay, da bist du wahrscheinlich einfach Post. Okay, da bist du wahrscheinlich einfach, ja, bist männlich und das andere ist weiblich mit dem komischen Schwanz. Ich werde dich zum Kochen bringen. Die Küchenchefin hat die Tat. Mit Flecken. Was alles? Sie wird mich zum Kochen bringen. Da kocht mir das Blut in den Arm. Ich wollte auch nur Sandwich für ein Picknick zubereiten.
Wie soll ich machen? Ich auch mal. Ja, dich kenne ich nicht. Hallo Leufoy. Der Feo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist ja gut, wenn es nicht handeln kann. Dann kannst du gleich mit meinen Pokéball machen. Mehr ein Dopfier sein Körper und Geist im Kampf gegen starke Gegner stellt, desto heißer wird seine Mini. Ach, ein Box. Und auch ein Schrank. Die dämliche Bulle schon. Ich hasse ihn. Er läuft auch andauernd in mich rein, wenn ich einfach dastehe und Pokémon registriere. Zu ihm möchte ich andauernd gegen ihn kämpfen. Ich hab doch keinen Bock drauf, aber dann muss ich irgendwie verschaffen. Komm her. Ich möchte gleich wieder mein Pokémon heilen. Was war? Ja, jetzt sind wir in den Kämpfen. Aber ich will ihn auch nicht flüchten. Weil wenn mich dieses dämliche Pokémon schon angreift, dann nehme ich die EP davon auch mit. Sterben würde, ne? Danke, Digga. Perfekt. So unnötig. Heck. Mann, ey. Ah, wenn ich jetzt nichts damit gehen. Das ist schon gut. Oh. Makuhita entwickelt sich. Yo! Hat sich zu einem Hatoyama entwickelt. Ich kann das auch mal ein bisschen jobben, einfach um ein paar Pokémon zu entwickeln und die einfach so Schatten stellen zu können. Weil ich habe ja manche Pokémon hier, die lasse ich eh nehmen. Zum Beispiel einen Gipfel nochmal weiter entwickeln. Also Weiterentwicklung von Paldi auf die Linie. Okay, es gibt aber keine weitere Weiterentwicklung. Was ist denn sogar noch? Ja, das heißt aber, ich könnte ja schon welche schon mal. Weil ich die nicht benutze und es keine Weiterentwicklung dafür gibt. Anders Pokémon entwickeln. Das ist noch weiter. Unser Luna. Dann gibt es anscheinend noch eine Weiterentwicklung. Also können wir das ja noch Station-Abnahmung treffen. Ja, die anderen brauchen wir. Das ist mein Feuer-Pokémon, das ist mein Wasser-Pokémon. Kampf ist auch ganz geil. Und dann kann ich starten. Das ist ja klar, ne? Aber warte, die große Anlage. Das ist hier jetzt was her. Ich hab. Ja, komm. Hab sie auch vergessen, ich muss sie. Ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Ich hab vergessen, mein Pflanzenpokémon zu heilen. Das sollte ich eigentlich auch machen.
gerade. Guck mal hier. Da bin ich 5 Stunden hinterher. Opex. Wirklich mal bis. Bis. Danke. Nächstes Pokémon. Und Level Up für... Wie das werden, für die Zone, sagt er. Das war mein Zustand. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Es kann mit 120 km herdüsen, während es einen Menschen trägt. Die Körper einer Person wärmt seinen Rücken und gibt den Kraft. Oh, Drache, das ist schon cool. Ein Drachen-Pokémon. Ich habe mich umentschieden, ich bin für ein Drachen-Pokémon. Einen anderen Schrank. Ach, er fehlt mir noch. Der hat ja kleine Möbel jetzt. Hm. Ich drehe dich weg. Weiß ich, von dem wir schon viel Schaden machen soll, ja. Wenn man Feuer einfach von Abschluss ist, müsste aber erstmal einen machen. Nein, war schon, dass ich gar nicht cool. Zwei Angriffs. Neun Zwinkel jetzt. Thomas! Weg mit dir. Nein, ist die Feuerwehr was, ne? Ja, ist ja da schon. Digga, ich bin gerade auf dem Weg zur E-Arena. Was willst du von mir? Ach, du bist Joker. Senior Direktor. Ja, das mal klarzustellen. Gerade bin ich lieber. Bitte vergesst das nicht. Ich möchte mich aber erstmal bei dir bedanken, Joker. Ich hätte es nicht mehr, ich Teil von Operation Stardust sein können. War es so richtig? Ich möchte der Sache mit Team Star und dem Rätsel in diesem Leben auf den Grund gehen. Was für Rätsel? Wir sollen viele Schüler durch ständiges Mobbing dazu gebracht haben, die Akademie zu verlassen. Zudem hängen sie in Verstecken und gibt es einen Plan, die Akademie anzugreifen. Für diese üblichen Gerüchte, die sie über im Umlauf sind, gibt es keine Beweise. Für mich, dass sie ist, ist Rolls Problem eher ein anderes. Die Mitglieder im Team Star finden schon seit langer Zeit unentschuldigt im Unterricht. Auch nicht mehr in der Akademie blicken. Fünf von ihnen, die sogenannten Bosse von Team Star, finden schon seit über einem Jahr, dass sie ihre Handlanger in letzter Zeit angefangen haben, für Unruhe zu sorgen. Habe ich Team Star darum gebeten, sich aufzulösen. Sollten sie sich dem widersetzen, bleibt mir jetzt ein Super als ihr Akademie zu verwalten. Sehr habe ich noch nichts von ihnen gehört. Der Zeitpunkt, bis zu dem wir eine Entscheidung treffen sollen, rückt immer näher. Mich gehört wieder mit Kasopaya telefoniert hast. Kasopaya, wie es Level hat. Jetzt schon mal wieder gesagt, jetzt sind wir 26. Wäre eh das nächste auf der Liste. Vielleicht machen wir das dann zuerst. Bei mir eh jetzt. Es geht damit. Kannst du mich hören, Joker? Na. Wir rennen an einem Arbeiter. Pass gut auf mich auf. Du bist ja in der Nähe von einem Versteck, aber war da gerade jemand bei dir? Nein, hier ist niemand. Okay, falls du Team Star jetzt sicher wachsamer sein, wo du einen Boss besiegt hast. Team Versteck wird da höchstwahrscheinlich schwieriger werden. Bleib beide wachsam, ich melde mich später wieder. Das ist mein Ende, das ist 26. Mein Endton ist erst 23.
Ich glaube eben doch jetzt zur Elektro-Arena. Also immer aus dem Grund, mein Enton ist jetzt 23 und Enton wäre ja die perfekte Waffe gegen die. Sehen wir euch schon? Finden wir es ja raus. Mein Franz-Pokémon bringt ja gar nichts gegen die Ziele. Das ist doch die Kenne schon. Los geht's. Aber mal kurz. Hier ist schon klar, die Pikachu oder halt unsere Pflanzen-Pokémon, beziehungsweise auch Drache, aber da hat man was noch gelevelt. Feuer ist. Ding mit Wasser, klar, Gestein. Weiter war unser Level. Los geht's. Mhm. Wir haben jetzt ein Drachen-Pokémon, das ist aber halt auch noch unser Level. So, was sind sie jetzt? Irgendwas ist noch weiter nicht reingekommen. Das ist nicht falsch, weil da ist das versteckt von denen. Hä? Na, Leute, ich hab jetzt den nicht. Auf der Karte ist es da vorne. Und hier ist eine Mauer. Jetzt hab ich deinen Kopf vor. Geht doch. Dann wird's wieder funktioniert. Ja doch. Hier ist so hoch. Dann ist mein Kopf. Okay. Yes, ich kann meine Kraft nicht mehr im Zaum halten. Oh, von der Sache, zeig mal, was du hast. Sandbomben. Dieses Pokémon war überlegt, dass ich vielleicht nochmal Sandbomben. Er ist aber belegt und mein Feuerfokus in der Welt. Doch, danke, es ist ein Galtmanns wieder nicht wieder in den Griff zu bekommen. Mal aus dem Presse. Echter Werbesenton. Ja, hört mir gar nichts. Lammbomben. Haben wir bloß mal passiert. Ich kann natürlich jetzt auch eine Band und besiegen oder zusammenbauen, die der irgendwie klärt. Und so auch der Enton. Mit vielleicht ein bisschen mehr Farbe, aber ich möchte das Enton ja schon mindestens für das 26 machen. Wenn ich gegen die Feuerchippen, die Level 26 sind, anstatt vorher noch. Ja, ich den Drachen mal auf. Mein Drachen auch gut werden, dann werden wir wieder drei Stück. Und zusammenbauen. Die der kann ich auch nicht sein. Ich meine, es hat auch immer noch was gehen will. Ja, mein Drache ist schon mal Level 20.